Was geht? Ich bin so gehypt von dem Spiel, ich kann es euch gar nicht sagen. Und ich bin so froh, einen Beta-Carrier-Gatter zu haben, damit ich den Tactical Assault Commander 4 bei The Vision testen kann für euch und auch für mich. Okay. Ich werde einen männlichen Charakter nehmen. Irgendwie viel kann man nicht einstellen. Einfach. Alles andere ist noch gesperrt in der Beta. Okay, dann gehen wir auf Bestätigen. Und schon geht's los. Hey! Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten erst gleich auf der rechten Seite stehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. ATF 68 on Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF 68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. So, schauen wir uns mal die Bewegungen mit der Maus an. Der Quartiermeister ist Ihr Mann. Ziemlich Sie langsam. Direkt am Tor. Ich brauche eine Trage hier. Bewegung am mit Tastatur funktioniert einwandfrei wie immer. Aber mit der Maus, da muss ich ziemlich lang noch ziemlich lang nachziehen. Okay. Schau ich mal. Stelle ich ADS-Maus-Sensitivität und die normale Maus-Sensitivität ein. Noch ein bisschen höher. Jetzt gehe ich nochmal ins Menü, in die Einstellungen. Und da stelle ich jetzt, wie bei allen anderen Spielen, die Kameraempfindlichkeit. Ja, jetzt mache ich erstmal die Vibration auf Nein und die Kameraempfindlichkeit auf 100% und die Zielempfindlichkeit auf 100%. Das wird auch von Ori eigentlich immer gefordert, dass man das bei jedem Spiel einstellen muss. Gut, dann testen wir jetzt mal. Ja, jetzt funktioniert das Ganze auch wie gewünscht. Und ich bin wirklich froh, dass es funktioniert. Ich möchte auch irgendwie überhaupt nicht mehr den Tag 4 missen. Egal bei welchem Spiel auf der PlayStation. Das ist Bullshit. Wir dürfen nicht missen. Wir müssen hier durchholen, Jim. Wir müssen sicher gehen, dass sie sauber sind. Das Virus ist alle gleich. Ja. Brooklyn soll nicht so schlimm sein. Gut, dann gehen wir mal durch die Schleuse. Noch nicht, aber ich habe gehört, dass es da jetzt auch so ist. Ich hoffe, es kommt noch zu einer Schießeinlage, bevor es in die Station geht.
damit ich das auch noch testen kann. Was geht mit denen ab? Ach, das sind andere Spieler. Okay, das heißt, ich bin in der Online-Lobby. Aha. Okay. Alle Level 4. Ich bin auch Level 4. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wiederhole. Helfer in den Kliniken A bis F müssen einen Stufe B-Schutzanzug mit unabhängigem und geprüftem Atemschutzgerät tragen. Sie werden aufgefordert, vor dem Verlassen der Klinik ihre Ausrüstung zu dekontaminieren, um sich zu duschen. Helfer in den übrigen Kliniken können ein Händler? Mal gucken, was der hat. Geld werde ich wahrscheinlich eh noch keins besitzen. Oh, jetzt muss ich noch mal kurz die Viereck-Taste auf die Snipe-Taste legen. Da ich da mit besser zurechtkomme. Sehen Sie sich die Ware an. Okay. Sicherheitsmaske, Korrekturmaske. Zu verkaufen habe ich also auch noch nichts. Dann. Servus. Bis zum nächsten Mal. Gut, was haben wir hier? Die beste Ausrüstung für die Straße, nur hier. Ein Waffenhändler? Was ist das? Spielersuche Camp Hudson. Okay. Dann folgen wir mal der gelben, der orangen Linie. Schauen, was uns denn noch alles erwartet. Rennen. Also die Bewegung mit der Maus ist auf jeden Fall sehr gut. Ich kann es nicht oft genug betonen. Okay, schauen wir mal. Options-Taste, Fähigkeitspunkt verteilen. Fertigkeit verfügbar, eine Fertigkeit anlegen, X drücken. Basisimpulsgeber. Verschickt einen Spürimpuls der Gegner und Verbündete durch Mauern und Deckungen. Basishaftgranate, eine Granate, die nach Abfeuern. Ja, Basisballistisches Schild, legt einen tragbaren ballistischen Schild an, der über Schaden absorbiert. Der Anwender kann bei angelegtem Schild. Okay, dann werde ich jetzt erstmal den Impulsgeber machen auf R1. Gut. Dies ist eine dringende Botschaft des Ministeriums für Gesundheitspflege und passiert da was? Außer dass da auf meinem Rucksack irgendwas aufblinkt, passiert nichts. Aber ich denke anscheinend, weil keine Feinde in der Nähe sind. Okay. Gut, weiter im Schnellgang. Nochmal die Maus testen, okay. Alles ganz locker easy. Immer der orangen Linie nach. Eine Ratte. Eine Ratte. Also an der Grafik haben sie aber schon extremst nach unten geschraubt. Aber es ist trotzdem noch ziemlich geil. Springen. Funktioniert auch mit Kreis. Ganz gut. In Deckung gehen. Okay, mit X. Kreis. Aufs Auto drauf. Okay, was ist da vorne los? Sind das Gegner? Nee. Und wenn schon. Immer mit der Ruhe, oh, Entschuldigung. Braucht nicht gleich wegrennen. Oh. Ein bedürftiger Zivilist. Ein Erste-Hilfe-Set geben. Ich habe endlich wieder Hoffnung. Ja, Hoffnung habe ich schon lange nicht mehr. Was kriege ich jetzt? Eine Schutzmaske, okay. Schauen wir mal ins Inventar. Ob ich die anlegen kann.
sie unter Rüstung. Angelegte Ausstattung, Rüstung, Schutzmaske. Ich habe jetzt an die Wächtermaske mit zwei Rüstungen und dann jetzt legen wir die Schutzmaske an mit 7 Rüstungen. Gut. Okay. Ja, sehr viel Informationen können anfangen. Aber hier geht es ja auch nur um den Tag vor und nicht um irgendwelches Gameplay. So. Da sind wieder zwei. Auch wieder keine Gegner. Abrollen. Sie können abrollen, um sich von einer Gefahr zu entfernen, indem sie schnell zweimal X drücken. Okay. Entdeckt. Pennsylvania. Ich weiß, dass da was drin ist. Vorsicht. Gegner! Ja, Mann. Deck und X. Oh. Geht sehr schwer. Sehr langsam. Im Aim-Modus. Ich glaube, ich muss nochmal nachjustieren. Oh shit. Shit. Headshot. Oh, stelle ich mal kurz was ein. Na, jetzt geht's besser. Schneller, auf jeden Fall. Ja, beim Zielen. Auf jeden Fall. Okay, was haben wir hier? Eine Splittergranate. Nochmal eine Splittergranate. Nein, ich ziele nur auf Feinde, gute Dame. Da ist auch wieder ein Gegner da vorne. Ja, jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Ich bin entzückt. Renn nicht weg, guter Mann. Ich tue ihnen nichts. Granaten. Drücken Sie Steuerkreuz nach links, um eine Granate zu nehmen und werfen Sie sie mit R1. Okay. Jetzt? Soll ich das jetzt machen? Was ist das für ein Punkt da hinten? Muss ich da hin, um die Granate zu werfen? Ich habe gerade keinen Plan. Aber ich denke mal, ich werde mal dahinter laufen. Gucken, was da ist. Aber wartet mal, man kann doch mit Tab. Wartet mal, man kann doch mit Tab die Karte aufmachen, oder? Jetzt schmeiß mir erstmal die Granate. Okay, Gegner waren hier nicht. Jetzt machen wir mal die Karte auf. Holla, die Waldfee. Okay, da oben ist Einsatz. Das ist aber... Einsatz ist das primäre Ziel. Ja, wir gehen jetzt einfach zum Einsatz. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation ANSA, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Na, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Gut, dann gehen wir mal dahin, was Lodi gesagt hat. Irgendwas geht da vorne ab. Einheit 43. Auf jeden Fall können wir jetzt nochmal das Schießen. Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Feinde. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Okay. Daneben. Daneben. Nein, Treffer.
nachladen. Heilung hier, weil er gestorben. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist noch einer? Einer von meinen Leuten. Oh, das ist eine Elite. Hat sehr viel Energie noch. Extra. Schauen, ob ich hier mit der Granate treffe. Okay, jetzt springt er weg. Ich muss näher ran. Unbedingt. Ich drücke jetzt mal hier X. Also Rüstung ist weg. Ziel funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Begeistert. Einer noch. Ich nehme euch alle mit. Kommen euch schon die Tränen? Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das ab. Ja, jetzt gehen wir noch in die Operationsbasis rein. Und schauen, was da noch abgeht. Und dann gebe ich noch mal ein kurzes Statement ab und... Das war's dann auch schon mit dem Test. Also, Fazit. Der Tag 4 funktioniert einwandfrei. Man muss die Maus-Sensitivität und die... die Kamerasensitivität auf maximal stellen im Spiel. Dann funktioniert er schon mal gut. Und dann muss man noch am Tag 4 selber die Aim-Geschwindigkeit ein bisschen nach oben setzen. Einen Tick nach oben. Also von hellgrün auf grün. Wer ihn schon zu Hause hat, weiß, was ich meine. Dieses Ausrufezeichen, das verändert die Farbe. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen soweit und es war euch hilfreich für den Kauf vom Tag 4 oder auch für den Kauf von The Division oder beides zusammen. Auf jeden Fall gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, und beim nächsten Spiel, was mir gefällt, sehen wir uns wieder. Bis dann!